Okay, hier oben ist auch nichts. Da ist nur der Park. Eine Schere. Können wir damit das Seil durchschneiden? Obwohl, das müsste mit dem, hätte mit dem Messer ja eigentlich auch klappen können. Das Seil. Ich sollte nicht den Umstand ausnutzen, dass diese Frau gefesselt ist. Deswegen schneid sie ja los. Achso, ist vielleicht beim Friedhof dann noch irgendwas anderes? Entschuldigung, wenn ich jetzt hier nochmal lang gehe, aber... Da ist ein Grabstein. Und dieser hier? Bitte läuten, wenn niemand in der Nähe ist. Ist vielleicht hier noch was? Nee, hier ist auch nur die Gruft. Eine Platte. Aha. Und zwar unter dem Sarg. Eine Art... Okay, hier ist aber auch nichts weiter, ne? Überall alles voller Kerzen. Aber nein, wir brauchen welche aus Bienenwachs. Oder aus Spermazet. Da ist der Laden. Da ist der Platz. Die Schatten. Können wir hier mit der Tröte was rumtröten? Hier gibt es ja auch nichts, was man verwenden könnte. Kommt hier nur runter. Sonst nichts. Im Laden vielleicht? Einmachgläser. Oh, du gerissener Schlingel, du. Ah, ich habe mich nur verklickt. Da ist der Platz. Unsichtbare Universität. So, da kommen wir ja nicht rein, weil wir nicht tot sind. Also werden wir wahrscheinlich doch sterben müssen. Gehen wir mal nochmal zu Frau Kuchen. Eine Holzpuppe. Eine Holzpuppe. Ihre Arme sind fast so zierlich wie meine. Ja. Eigentlich kann ich damit nichts anfangen. Ja, das waren die Gläser. Können wir da rein? Machen wir nochmal zu die Tür. Hemmene. Da unten ist nur Oma Wetterwachs. Kann ich hier nach rechts gehen? Nee. Und da links sitzt jetzt wahrscheinlich keiner mehr. Okay, hier ist nichts. Reden wir doch mal mit Henry Husten. Hast du vielleicht ein... Mist, jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte. Okay, der scheint auch nichts zu haben. Hast du auch nur den geringsten Nutzen? Ja und ob, Kumpel.
Ich bekleide einen hohen gesellschaftlichen Rang. Jawohl! Ich bekomme eine Nicht-Einladung. Ja, zu allen wichtigen Veranstaltungen. Eine Nicht-Einladung? Ja. Man nennt mir die Adresse und zahlt viel Geld dafür, dass ich dort nicht erscheine. Eigentlich selbst. Ja, das ist bei einigen D-Promis auch so. Oh, tut mir leid, Kumpel. Nein, nicht dran reiben. Dadurch gerät es nur noch tief in den Stoff. Ja. Vielen Dank dafür. Dieses Gespräch. Der Entenmann? Ein Goldstück, Herr. Bitte, gib mir ein Goldstück. Nun, was das, etwas betrifft. Welche etwas? Nun, fühlst du nicht die Präsenz von Geflügel in deinem Leben? Nein, eigentlich nicht. Findest du nicht, dass dein Geschmack bei Hüten ein wenig seltsam ist? Bei Hüten? Ich trage doch gar keine Hüte. Ah. Und wie sieht's mit Haustieren aus? Davon halte ich nichts. Es heißt, dass man schließlich so aussieht wie das Haustier, wenn man sich zu sehr daran gewöhnt. Und wer will schon so dumm aussehen? Ah, ja. Ich verstehe. Völlig klar. Okay, das wird auch nichts. Entschuldige bitte. Ich glaube, ich muss jetzt meine Medizin nehmen. Gut, reden wir nochmal mit Gimlet. Ratte roh fürs volle Aroma. Warum habe ich plötzlich ein so ungutes Gefühl? Vielleicht hältst du die Frage für dumm, aber kann man hier nur Nagetierfleisch essen oder bietest du auch noch etwas anderes an? Nun, wir haben Steine. Steine? Ja, Granit, Quarz. Wir haben auch guten Obsidian, der jeden Tag frisch vom Steinbruch geliefert wird. Für meine Trollkunden. Selbst mit Zuckersteinen für den Nachtisch kann ich dienen. Ratten sind zwar viel leckerer, aber es kann sicher nicht schaden, neue Kunden zu gewinnen. Letztendlich spielt es keine Rolle, woher das Geld kommt, oder? Hauptsache, die Kasse klingelt? Genau. Ja, damit hat man ja eigentlich gar nicht mal so Unrecht. Zuckerstein, sozusagen Sahnekaramellen für Trolle. Trolle mögen sowas. Für meinen Geschmack ist zu viel Muskovit drin. Allerdings riskieren sie dadurch Zahnausfall. Eine üble Sache für Trolle. Wie dem auch sei, derzeit haben wir keine. Jemand hat die Räder vom Lieferwagen verspeist. Passiert ungefähr einmal pro Woche. Vielleicht sollte ich auch Wagenräder auf die Speisekarte setzen. Es gibt also keinen Nun, Moment. Nun, das wär's fürs Erste. Komm hier weiter nach rechts? Nee. Den alten Mann können wir auch nicht nerven. So, wenn wir so einen Zuckerstein hätten, dann könnten wir ja dem Troll hier eingeben, aber Oma Wetterwachs. Sie sollte besser den Schönheits... Ja. Schmutzige Brühe. Können wir darin die Ratte versenken? Ich fürchte, bei diesem Geschöpf kommt jede Hilfe zu spät. Wieso trägst du die eigentlich noch mit dir rum? Huh? Topf Weihrauch.
Eine Tröte. Können wir sie aufwecken? Das passt nicht gut zu Tröten. Das haben wir schon mal probiert, ne? Ich glaube ja. Wir können sie ja mal ordentlich durchpusten. Da muss keine Luft hinzugefügt werden. Das weißt du doch gar nicht. Plakat? Die Kulissen lassen wir besser in Ruhe. Achso. Ein Plakat? Aha. Neofauvistischer, postkubistischer Surrealismus, wie ich sehe. Einen Augenblick. Das Ding hängt falsch herum. Ja, das gibt's natürlich auch, dass man das gar nicht mehr mitkriegt. Vor allem bei moderner Kunst. Holt eure Leben! Holt! Ja, ja. Okay, da haben wir auch nichts. Da haben wir nur den Karren. Holt eure Toten hervor! Frau Kuchen. Nein, ich glaube nicht. Okay. Den Schädel will er nicht mitnehmen. Ich habe den unangenehmen Eindruck, dass ich dieses Schädelmuster noch öfter zu sehen bekomme. Alles klar. Ja. Haben wir hier irgendwas, was wir benutzen können? Dann gehen wir nochmal hier zurück zum Park. Wie kriegen wir sie dazu? Mit ihm bin ich erstmal fertig. Im Spielen aufzuhören. Wahrscheinlich, wenn wir alle Gegenstände haben. Die wir für den Ritus brauchen. Okay, haben wir irgendwas, was wir da reinwerfen können? Die halb verwesende Maus? Ich sehe keinen Sinn darin, das zu pflanzen. Aber irgendwas können wir vielleicht pflanzen. Aber wir haben nichts, was wir pflanzen können. Es ist bereits besetzt. Ja, und er ist jetzt auch böse bestimmt auf uns, dass wir ihm die Schuhe geklaut haben. Also. Irgendwie müssen wir den Imker loswerden. Gute Idee, aber noch ist es nicht so weit. Das hatten wir ihm ja schon gezeigt. Wollen wir in den Topf zeigen? Das kann ich nicht in den Topf legen. Lege den Imker in den Topf. So. Ach, können wir mit dem Blasebalg vielleicht irgendwas? Da muss keine Luft hinzugefügt werden. Mist. Streichhölzer, Spitzhacke. Säge. Schenken wir ihm Surfbrett. Das hilft mir nicht dabei, länger auf dem Surfbrett zu bleiben. Das weißt du doch gar nicht. Vielleicht ist er ja das Surfass. Reden wir nochmal mit ihm. Halt dich von den Bienen fern. Wie bitte? Könntest du das wiederholen? Ich sagte, du sollst dich von den Bienen fernhalten. Sie sind sehr gefährlich. Man braucht die richtige Ausrüstung. Einen Schleier, Rauch, solche Dinger. Ach komm schon, so gefährlich sind sie bestimmt nicht, oder? Oh doch. Dem letzten Burschen, der am Bienenstock herumfuschte, geschah Folgendes. Er wurde gestochen, verzaubert und in einen hilflosen Lustsklaven der Bienenkönigin verwandelt.
Im Ernst? Die Götter sind meine Zeugen. Der arme Kerl sammelte Tag und Nacht Pollen, nur um zu sehen, wie die Mundwerkzeuge der Königin ein Lächeln andeuteten. Grässlich, solche Demütigungen hinnehmen zu müssen. Meine Güte, das muss schrecklich gewesen sein. Und ob? Der Blütenstaub ließ mich dauernd niesen. Ich glaube, ich sollte jetzt besser davonschwirren. Hör mal, bekomme ich Wachs aus dem Bienenstock oder muss ich grob werden? Grob? Willst du es etwa mit der Bienenkönigin aufnehmen? Nein, ich meine grob mit dir. Anders ausgedrückt, ich drohe dir mit Gewalt. Ich weise auf meine magischen Fähigkeiten hin und versuche, dich damit einzuschüchtern. Das ist nicht nötig. Wenn du an dieser Einstellung festhältst, dann muss ich dich mit einer gefährlichen Suche nach Objekten beauftragen, dich dorthin schicken, wo Pfeffer und Curry wachsen. Oh nein. Oh, das wäre mal ganz was Neues. Du hast es dir selbst zuzuschreiben? Geh jetzt und vergeude keine Zeit. Aber was soll ich denn holen? Bienen, das ewige Rätsel. Wie fliegen sie? Auf welche Weise? Warum sind die... Ja, da kennen wir alle schon. So. Bis später. Bis später. Hey, lass die Bienenstöcke in Ruhe! Wie werden wir ihn denn los? Mit den Bienen braucht man die richtige Ausrüstung. Ja, und die haben wir ja. Wie wär's damit für Rauch? Ja, das eignet sich für guten Rauch. Die Synchronsprecher sind echt genial. Okay, das Ding haben wir mir aber auch schon gezeigt. Was ist damit? Ja, das gibt einen guten Kopfschutz ab. Was brauchen wir noch? Ein Topf? Das kann ich nicht. Nee, stimmt, das hatten wir schon ausprobiert. Streichhölzer, Spitzhacke, Schere. Ah, komm. Ich fürchte, das kann ich nicht schneiden. Ja, weiß der Geier, ne? Ja. Ich glaube, wir bleiben erstmal dabei und ich sag tschüss und bis zur nächsten Aufnahme. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns entweder auf YouTube oder auf Twitter. Und ja. Viel Spaß noch. Bis dann. Tschüss.